Servus Mario und willkommen im Bayern Insider. Servus Falki. Schön, dass du da bist. Man muss sagen, wir kennen uns schon lang. 2007, deine erste Meisterschaft bei Stuttgart. Da hast du dich quasi für uns mit der Meisterschale ins Bett gelegt. Du bist nach München gekommen und heute dürfen wir ein Geheimnis verraten. Beinahe hätten sich unsere Wege wieder gekreuzt. 2017, 2018 in der Winterpause. Da warst du nochmal ganz nah dran, zu Bayern zurückzukehren. Du warst damals bei Wolfsburg. Kannst du jetzt im Nachhinein enthüllen, was war da dran? Naja, also ganz nah ist sehr, sehr übertrieben. Also ganz nah ist kurz vor der Unterschrift und so weit waren wir natürlich nicht. Es gab Gedankenspiele, glaube ich, bei Bayern, wer der Backup wird für Levi. Und da ist mein Name auch mal gefallen. Und dann gab es welche im Verein, die konnten sich das vorstellen und welche nicht. Und für mich hat sich das aber ja relativ schnell erledigt alles auch, weil dann relativ schnell klar war, dass ich zum VfB zurückgehen werde. Und das war eigentlich so das, was ich auch immer geplant hatte. Dementsprechend ist es ja dann für beide auch gut gelaufen. Bayern hat ja eine Ära jetzt seit mittlerweile 10, 11 Jahren geprägt und waren nicht angewiesen auf mich als Backup. Und ich hatte ein schönes Ende in Stuttgart und dementsprechend ist eine Win-Win daraus geworden. Ja, ich glaube, Sandro Wagner, auch ein lieber Kollege, aber wie gesagt, hätte dich auch gerne wieder bei Bayern erlebt. Viele Anekdoten, ich kann mich noch erinnern, Louis van Gaal hat mal über dich gesagt, du hast einen Körper wie ein Gott. Wie war das Kompliment damals? Ja, bei ihm ist es ja immer so, ist es ein wirkliches Kompliment oder was ist es? Man muss da ja genau hinhören und genau hingucken, aber nee. Van Gaal ist ja schon so ein Mensch in meiner Karriere, der am Anfang natürlich mir vieles abgefordert hat, mich aber natürlich auch immens geprägt hat. Die Anfangszeit war richtig schwierig. Diese brutale Ehrlichkeit, die Konfrontation der seiner Gedanken als Spieler, der irgendwie gerade einen Rekordablöse gekostet hat, das war natürlich in jungen Jahren, ich war damals 22, 23, extrem schwer zu greifen. Umso länger wir zusammengearbeitet haben, umso besser habe ich ihn verstanden, umso mehr hat er mich auch zum Mann gemacht. Und er hinten raus ja auch ein umstrittener Stammspieler bei ihm gewesen. Also es war eine gute Lehre für mich. Ja, und er war, wie du sagst, knallhart. Er hat auch euch mal in einer Rede gesagt, nach Mainz war das. Er kann jeden von euch auswechseln, jederzeit, weil er die Eier dafür hat. Und um das zu zeigen, hat er auch mal seinen Körper gezeigt und die Hosen runtergelassen. Wie ist es, wenn der Trainer da mal so unten entblößt vor einem steht? Du erinnerst mich an ganz schön viele Anekdoten meiner Karriere. Also es gibt ja schon so ein paar Dinge, die man eigentlich nicht mehr so gerne zurückdenkt. Die Schale im Bett ist unter anderem eine davon. Ich glaube, heute würde ich das natürlich nicht mehr machen. Aber in jungen Jahren macht man ja auch viel Blödsinn und vielleicht war der Louis van Gaal zu der Zeit auch noch relativ jung. Hat er auch, er war einfach authentisch, er ist so, wie er ist. Man kann entweder mit ihm oder man kann nicht. Hinten raus weiß man aber einfach, dass er es auch letztendlich immer nur ehrlich meint. Und dann muss man ihn so nehmen. Es kommt bei manchen nicht so gut an. Ich finde im Fußball, es ist die einzig richtige Variante, weil es ist vieles Schmuh und vieles nicht so wirklich so, wie es dargestellt wird. Und er stellt einfach immer alles so dar, wie es ist. Und das tut ganz gut, finde ich, dem Geschäft. Aber es ist nicht ein schmaler Draht für einen Trainer, wenn er die Hosen runterlässt. Ich meine, das könnte ja auch irgendwie mal kippen. Abgesehen jetzt von dieser Aktion ist es natürlich immer ein schmaler Draht. Und das wird ihm ja auch vorgeworfen. Also es ist ja nicht so, dass er everybody's darling ist dadurch, sondern er hat natürlich viele Kritiker, die sagen, es ist sehr überheblich, sehr arrogant. Er fühlt sich aber wohl in dieser Rolle und er ist authentisch und dementsprechend für mich das Wichtigste im Fußball immer, dass jemand authentisch ist, dass er so ist, wie er ist und er ist einfach so und dementsprechend ein Unikat wahrscheinlich auch auf seine Art und Weise. Ich hatte viele Unikate als Trainer in meiner Karriere, dementsprechend haben mich natürlich auch alle ein Stück weit geprägt und man geht dann aus der Karriere raus und versucht beim einen oder anderen halt zu schauen, was war eigentlich, was nimmt man mit für seinen späteren Weg. Da ich jetzt auch die Seite gewechselt habe, vom Spieler zum Offiziellen, guckt man natürlich, ich bin natürlich ich selber und versuche auch Mario Gomez zu sein, niemand zu kopieren, aber man lernt ja natürlich auch im Laufe der Zeit und in den Jahren und sieht, wie ist der mit Menschen umgegangen, wie ist der mit Menschen, was hat der für ein Training gehabt, was hat der für eine Ansprache gehabt. All die Dinge, das ist ja das, was uns Spieler prägt und dementsprechend bin ich sehr dankbar dafür, dass ich so gute und vor allen Dingen so charakterstarke Trainer hatte. Ja, Van Gaal konnte es sich leisten, auch Spieler und vor allem Stürmer auszuwechseln. Also in deiner Zeit bei Bayern, da waren ja jede Menge Stürmer da, also Miro Klose, Luca Toni, Olic, Mandzukic. Jetzt hat Bayern eigentlich Lewandowski und ein Backup mit Choupo-Moting. Wäre das zu deiner Zeit vorstellbar gewesen? Wundert dich nicht ein bisschen, dass Bayern sich das jetzt leistet, früher so viele Stürmer und jetzt eigentlich schon ein bisschen abhängig von Lewandowski?
Na, du stellst es jetzt schon sehr, sehr dramatisch dar. Also ich glaube, die ganze Welt wäre froh, wenn sie dieses Stürmerpärchen hätte. Also ich sehe da keinen Grund, warum Bayern München, umso größer der erste Stürmer ist, umso kleiner wird zwangsläufig der zweite Stürmer. Und Choupo-Moting ist übrigens völlig underrated. Also das ist ein grandioser Stürmer. Der ist vielleicht jetzt nicht wie der Levi, sich darüber definiert, 40, 50 Tore pro Saison zu schießen, aber er ist ein unfassbar wichtiger Teamspieler. Ist so eigentlich schon fast eine falsche Neun. Finde ich eine Top-Ergänzung zu Lewandowski. Und also zu der Zeit damals, es waren große Namen, die du gerade vorgelesen hattest. Van Gaal wollte, glaube ich, keinen von uns allen. Der hat jeden mal ausprobiert. Das ist richtig. Und am Ende musste sich dann halt doch mit einem begnügen. Und das war dann glücklicherweise dann irgendwann ich. Da gab es so ein Spiel, das für mich so ein Turnaround bedeutet hat, gegen Hannover damals mit dem Hattrick, als ich das erste Mal wieder dann spielen durfte, nach einer langen Zeit auf der Bank. Wir haben 3-0 gewonnen, ich habe alle drei Tore gemacht und das war dann mein Turnaround bei ihm. Und dann hat sich auch im Nachhinein unser Verhältnis natürlich auch geändert und er war dann irgendwann happy mit mir. Aber klar, damals war das eine ganz andere Situation. Man kann aber auch keinen dieser Spieler von damals mit dem Levi vergleichen. Also Levi ist Top 3 auf der Welt. Und wer ist einer der anderen zwei Tops? Naja, ist ja bekannt für mich, ist ja Benzema ist ja mein absoluter Lieblingsstürmer, schon immer gewesen. Auch ein bisschen anders als Levi, nicht so jetzt der reine Torjäger. Ein bisschen wie der dicke Ronaldo, sorry dafür Ronaldo. Du warst zu deiner Zeit mein absoluter Lieblingsstürmer und eigentlich eher so der auch die Kreativmomente hat. Und Levi hat natürlich auch eine unfassbar gute Technik, aber er ist ja jetzt nicht der einer, der ins Dribbling geht, sondern er ist schon einer, der einfach ein Vollstrecker ist, auch am Ende des Tages. Und die zwei, und natürlich kommt jetzt da in diese Bande halt noch der Haaland mit rein, muss man ja schon ganz klar so sagen. Also ich glaube, keiner der Stürmer, über die wir die letzten 20 Jahre gesprochen haben, die dann top, top, top oder Weltklasse waren, waren in so jungen Jahren schon so gut. Also da ist er schon eine Ausnahme. Er muss das natürlich jetzt aber auch bestätigen. Lewandowski macht das seit 15 Jahren. Und bin ich aber auch felsenfest davon überzeugt, dass er das tun wird. Tja, das ist natürlich voll im Thema, deshalb bist du auch hier als Stürmer-Experte. Lewandowski ist natürlich ein Phänomen, du sagst, es bricht Torrekord um Torrekord, ist aber jetzt 33 und im Moment wirkt er ein bisschen unzufrieden, weil Bayern auf ihn noch nicht mit Gesprächen zugekommen ist. Vertrag läuft bis 2023, da wäre er 35 und er hätte gern noch einen Vertrag bis 2025, vielleicht sogar länger, er sagt 4-5 Jahre möchte er auf Top-Niveau spielen. Würdest du als Club sagen, der packt es, gebt ihm auf jeden Fall den Vertrag? Also erstens, man gibt mich die Politik von Bayern nichts an. Zum Zweiten ist es so, dass ich ein absoluter Lewandowski-Fan bin. Dementsprechend gibt es für mich da auch kein Fragezeichen. Das müssen aber die Bayern für sich entscheiden. Keine Ahnung. Also auf der anderen Seite wundere ich mich immer. Es heißt ja auch FC Bayern Insider. Also ihr scheint ja echt immer mit super Infos beliefert zu werden. Und ich keine Ahnung, wie funktioniert das dann? Habt ihr dann im Verein da die Leute sitzen, die euch dann die Informationen geben? Oder wie? Das ist ja schon spannend. Weißt, am besten ist, man hat immer auf beiden Seiten sitzen. Deshalb ist es ja schön an Journalisten. Wir sind praktisch so neutral. Wir können uns beide Seiten anhören und beide Informationen freuen sich beide Seiten, weil sie können dann über uns erfahren, was die anderen denken, bevor sie gesprochen haben. Gut, das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob da wieder der Stand ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern München ein schlechtes Verhältnis zu Lewandowski hat. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und wir wissen auch, dass im Fußball natürlich immer, wenn es dann in die Gespräche geht, wenn es dann irgendwann um die Kohle geht auch und wenn es um die Perspektive geht, dass es natürlich auch ganz normal unterschiedliche Ansichten gibt. Und dann gibt es vielleicht mal einen nicht so schönen Moment. Aber hinten raus, glaube ich, wissen zum einen beide am anderen, was sie haben. Und auf der anderen Seite natürlich auch, also sagen wir, ein Stürmer, der jedes Jahr 50 Tore macht. Das war vor ein paar Jahren Messi und Ronaldo. Die schaffen es aber auch bei weitem nicht mehr. Und er macht es jetzt am Fließband. Also dementsprechend, ja, ist ein unfassbar guter Stürmer. Der beste wahrscheinlich im Moment, den es gibt. Und dementsprechend glaube ich schon, dass Bayern das auch weiß. Ich glaube ja nicht, dass wir zwei jetzt schlauer sind wie Bayern, sondern ich glaube, dass die auch schlau genug sind, um zu wissen, was der Lewandowski kann. Hoffen wir es. Aber wenn man jetzt sieht, 4-5 Jahre, dann wäre im Alter, wo Ronaldo ist, der strauchelt ja jetzt auch ein bisschen. Du sagst ja selber, er bringt jetzt nicht mehr die Tore wie früher. Wenn jetzt Lewandowski da am Tisch sitzt mit seinem geldgierigen Piranha-Berater, wie Uli Hoeneß ihn genannt hat, Pini Zahavi,
Er soll jetzt schon, müssen wir sagen, geschätzt, ich hoffe, wir wissen es besser, 24 Millionen Euro verdienen mit Champions League Zuschlag, wenn sie es gewinnen, 26 Millionen. Kannst du dir vorstellen, dass man dem noch mehr Geld zahlen muss, zahlen kann? Ich finde es immer schwierig. Also was ist geldgierig? Letztendlich muss man schon festhalten, dass im Fußball wahnsinnig viel Geld verdient wird. Und ich glaube in der Breite auch zu viel, definitiv. Also es gibt viele Durchschnittsspieler, die viel zu viel verdienen. Man muss aber sehen, dass die Weltspitze natürlich auch die Welt elektrisiert. Also Messi und Ronaldo, die sind auf der ganzen Welt bekannt. Millionen von Social-Media-Fans, Millionen von Trikotverkaufen. Verkäufen, Mehrwert für die Vereine, genauso Lewandowski. Also Lewandowski ist auf der ganzen Welt bekannt. Messi, wahrscheinlich der größte Spieler aller Zeiten, redet bei der Ehrung zum Weltfußballer, redet er 10 Minuten lang über Lewandowski. Also das bedeutet ja, in welcher Sphäre er unterwegs ist oder zeigt es auch. Und dementsprechend, was ist dann geldgierig? Also wenn du wirklich zum Top gehörst, eines Geschäfts, das, wo die Milliarden nur so hin und her fließen, ich weiß nicht, ob die Bezahlung von Messi, Ronaldo und Lewandowski und anderen, die dann in dieser Spitze sind, ob das dann übertrieben ist. Ich finde, die Besten der Welt und wie viele Millionen Kicker gibt es, also wahrscheinlich Milliarden auf der ganzen Welt, und da davon die Besten zu sein, die haben es dann auch verdient. Ich finde eher so, der Durchschnitt ist total überbezahlt, wenn man dann so hört, was da für Summen fließen. Die Spitze soll es verdienen, weil sie haben es letztendlich auch dann gezeigt. Sterling Haaland, vorher angesprochen, in der Top 3. Ich höre raus, Benzema 1, Lewandowski 2, Haaland 3, ist das richtig? Nee, will ich gar nicht raten. Also Benzema ist einfach deswegen mit dabei, weil ich habe mit Stuttgart gegen Lyon damals gespielt, 2006, 2007, 2008 Champions League oder wann es war. Da war der schon unfassbar. Da war der schon, ich glaube, 2 Jahre jünger als ich. Und da konnte man schon sehen, okay, und dementsprechend ist er dann auch zu Real Madrid gewechselt. Und hat einfach jetzt über die Jahre performt. Und was ich so sehr an ihm mag, ist, er hat mit Ronaldo zusammen in einer Mannschaft gespielt als Mittelstürmer. Das heißt, dieses Ego zu haben, um sich hinten anzustellen und Ronaldo zu servieren in der Zeit, wo Ronaldo die Nummer 1 ist und Ronaldo dann weg und dann selber auf die 1 zu springen und dann einfach Tore zu schießen, wie er es davor nie gemacht hat, das zeigt einfach, dass er auch vom Charakter unglaublich ist. Und deswegen finde ich ihn ein Top-Stürmer. Ich will da gar nicht sagen, ob er besser oder schlechter ist wie Lewandowski. Sind komplett unterschiedliche Spieler. Was die Fakten angeht und die reinen Zahlen, ist natürlich Lewandowski die letzten Jahre das Nonplusultra, keine Frage. Und ist er wahrscheinlich auch. Und Haaland ist auf einem sehr guten Weg, hat sicherlich noch nicht diese Konstanz und dieses Niveau der beiden. Aber ich habe schon, und da bin ich nicht der Einzige, sondern es haben ganz viele Millionen Menschen auf dieser Welt die Fantasie, dass er in diese Sphären kommen wird. Tja, deshalb hat sich Bayern auch mit ihm beschäftigt, muss man sagen. Erling Haaland wäre natürlich die Lösung, wenn Lewandowski im Sommer wirklich gehen würde, wenn man sich darauf einigt, dass es nicht mehr weitergehen sollte. Rein spielerisch, würdest du sagen, der passt zum FC Bayern? Kann man nicht sagen, weil er hat ja noch nie mit Bayern gespielt. Also keine Ahnung. Van Gaal hat auch gesagt, dass ich nicht zu seinem System passe. Und dann habe ich am Ende immer gespielt und habe auch getroffen und habe das gemacht, was er wollte. Also, gute Spieler und der Haaland ist ein Top-Spieler, die können ja auch, die lernen ja auch dazu, ihre ganze Karriere, und das Wichtigste als Mittelstürmer ist schon mal das, dass du weißt, wo die Kiste steht. Und das andere, also er hat so viel Talent und so viel Können, natürlich kann er sich zurechtfinden in dem System. Es ist klar, er kommt natürlich extrem über die Dynamik, wird wenige Räume geben, dann, egal ob Bayern München oder Man City oder was auch immer da im Gespräch ist. Aber man muss auch festhalten, wenn Dortmund spielt und der Ball fliegt durch den 16er, wäre es gefährlich. Es ist immer einer da und hat irgendwie seine Fußspitze mit dabei oder seinen Kopf, und das ist Haaland. Und wenn man dann vorstellt, wie oft der Ball bei Bayern oder bei Man City durch den 16er fliegt, dann kann man das ja mal hochrechnen, was das dann bedeuten würde in Anzahl. Also der schießt ja schon bei Dortmund brutal viele. Und bei Bayern oder City bist du eigentlich nur im gegnerischen 16er. Das heißt, er würde natürlich auch dort performen ohne Ende. Ob es dann hundertprozentig sein Spiel ist, muss er dann beweisen, muss er zeigen. Er wird sich jetzt was denken beim Wechsel. Er kann sich ja selber auch wahrscheinlich am besten einschätzen. Oder kann für sich so seinen Weg jetzt ausmalen. Und der wird an sich arbeiten. Also was man so hört, ist er unfassbar professionell. Der wird sich natürlich versuchen zu adaptieren und versuchen, irgendwie da schnell Fuß zu fassen, im System auch zurechtzukommen, nicht nur zu knipsen, sondern... Die besten Spieler der Welt wollen ja auch immer prägend sein in ihrer Mannschaft. Und er muss das natürlich beweisen, aber er hat ja auch noch nicht die Chance, es zu tun, weil er noch nie in einer Mannschaft gespielt hat, die eben diesen Fußball spielt. Und
ich finde das jetzt nicht fair, im Voraus zu sagen, von vornherein zu sagen, dass er es nicht kann. Warum? Also er muss es beweisen dann. Also man hört, Manchester City soll sehr weit sein. In Dortmund geht man davon aus, dass er dorthin geht, dass er da einig ist. Ich meine, sie können sowieso nichts machen mit der Klausel, werden sie dann letztendlich nur informiert. Du bist Experte für die Champions League bei Amazon. Da hast du einen interessanten Satz gesagt, eine These. Du weißt jetzt nicht so richtig, ob er zu Pep Guardiolas Spiel passt. Gebe ich dir recht? Ich habe mich das auch gefragt, wenn man weiß, was er von Stürmer verlangt. Was würdest du sagen, ist es schief? Naja, also prinzipiell ist das mal so die Wahrnehmung, die man von außen hat. Ich habe ja aber Pep Guardiola auch die ersten 5-6 Wochen bei Bayern München erlebt, da war ich ja noch mit dabei, bevor ich dann nach Florenz gewechselt bin. Und ich hatte einen sehr offenen Austausch mit Pep Guardiola, habe ihm einfach auch klar davor schon gesagt, okay, ich habe für mich entschieden zu gehen und hatte gute Gespräche mit ihm. Und dann habe ich mich natürlich mit ihm ausgetauscht und wir schieben ihn vielleicht auch zu sehr in eine Schublade. Also wir denken ja immer, wir wissen alles über Guardiola, aber er ist ja schon auch sehr intelligent, sehr fußballintelligent. Und er hat auf alles eigentlich immer auch eine Antwort und eine Lösung. Und er hat auch zu mir damals gesagt, natürlich hat er bei Barcelona ohne Mittelstürmer gespielt, weil er hatte Messi und der schießt pro Spiel 3 Tore. Wieso braucht er dann noch einen Stürmer? Also das ist ja auch logisch und macht ja auch total Sinn. Er weiß aber, dass er in den anderen Mannschaften den Lionel Messi nicht hat. Also muss er eine Fantasie haben, wie er dann diese Tore kompensieren wird. Und wenn es dann mit einem Stürmer ist, dann ist es ein Stürmer. Und er hat ja auch mit Lewandowski wunderbar zusammengearbeitet. Also auch da ist es so, die Vorurteile sind größer, als dann vielleicht am Ende es wirklich so sein wird. Manchester City wird sich was dabei denken, wenn sie Haaland kaufen. Und sie werden natürlich Pep Guardiola fragen. Also sie werden den nicht kaufen und den Pep nicht informieren, sondern er wird da schon ein Wörtchen mitreden. Und wenn sie bereit sind, dann diese Summen, die ich weder bestätigen kann, noch irgendwie für mich einordnen kann, weil ich gar nicht weiß, was da gesprochen wird. Ich bin ja nicht dabei. Wenn es aber so sein sollte, dann ist es ja schon ein abartiger Wunsch eines Vereins, einen Spieler zu verpflichten, wenn man solche Summen aufruft. Und dementsprechend glaube ich, dass sie sich schon was dabei gedacht haben. Aus deinen Gesprächen raus mit Pep, kannst du ein bisschen sagen, was verlangt er denn so vom Stürmer? Ich kann mich nicht mehr erinnern, Lewandowski war in der Anfangsphase auch nicht wirklich glücklich, musste mal links außen spielen, was für den einfach unvorstellbar war. Mandzukic, den hat er entsorgt. Was ist das, was er dann verlangt vom Mittelstürmer? Weil er sagt ja selber, er liebt Mittelfeldspiel. Also ich muss sagen, kann ich gar nicht. Also ich hab ja keine Saison unter ihm gespielt. Da muss man Mandzukic oder Lewandowski fragen. Ich kann nur sagen, dass ich sehr, sehr gute Gespräche mit ihm hatte und eben auch sehr offene Gespräche und er mir eben das plausibel auch erklärt hat, dass er natürlich immer mit dem Material, das vorhanden ist, arbeitet und da auch aus seiner Sicht keine Vorurteile hat, sondern dann damit in die Saison geht und schaut, was das Beste für die Mannschaft ist. Also Pep Guardiola ist ein super erfolgreicher Trainer. Ich glaube schon, dass er immer das Beste aus der Mannschaft versucht rauszuholen. Und wenn da eben ein Stürmer ist, der Beste ist, dann spielt er auch. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Und wie ich eben schon gesagt hatte, ich glaube schon, dass der Erling Haaland auch bei Man City oder bei Bayern viele Tore erzielen wird. Und in den wichtigen Spielen auch, in den K.O.-Spielen und so, da brauchst du halt auch einen Stürmer, wie Bayern ihn jetzt hat mit Lewandowski, der dann, wo du eben weißt als Mannschaft, der wird da sein. Der wird irgendwann, wird er den Ball über die Linie hauen und deswegen sind diese Spiele auch ja so besonders und so gefragt, weil es gibt nicht viele davon, die dir so viele Tore garantieren. Dein Expertenkollege Matthias Sammer ist ja auch für Dortmund tätig als Berater. Also wir gehen jetzt mal davon aus, er weiß ein bisschen mehr, als er auf Sendung erzählt. Die Rede ist bei Haaland für ein 355-Millionen-Euro-Paket, also mit Ablöse, Gehalt, Berater. Mino Raiola will ja auch sein Geld, sein Vater. Und Sammer hat gesagt, bei den Zahlen bekommt er ein Schleudertrauma. Was sagst du, wenn du sowas hörst? Naja, ich stand ja daneben und musste dann schon schmunzeln. Matthias Sammer ist ja mehr und länger schon in dem Geschäft wie ich und weiß ja auch genau, wie die Regeln sind und wie die Gesetze mittlerweile sind. Und dementsprechend kann er das natürlich bestimmt auch ganz gut einordnen. Es ist so, auch wir, die schon lange im Fußballgeschäft unterwegs sind, es ist natürlich immer wieder, wird noch einer draufgesetzt und immer wieder fragt man sich, wo soll es hingehen? Und das ist natürlich auch ein bisschen surreal, wenn man dann so das vergleicht mit der Welt. Die Leute gehen nicht mehr zum Tanken, weil es irgendwie jetzt zu teuer ist. Und auf der anderen Seite wird dann von 350 Millionen gesprochen. Das passt nicht so wirklich, passt nicht so wirklich zusammen. Auf der anderen Seite habe ich es eben gerade vorhin gesagt. All diese Menschen, die im Moment ganz viele Sorgen haben und eben
ja, wir alle ja nicht wirklich wissen, was passiert mit dieser Welt gerade. Die sitzen dann aber am Wochenende halt doch vorm Fernsehen und schalten anderthalb Stunden ab und sind in einer anderen Welt und bewundern eben diese Spieler. Das heißt, es ist ja auch Entertainment, das ist ja auch Unterhaltung und das ist ja auch Freizeitbeschäftigung dieser Welt. Und dementsprechend muss man natürlich dann das auch in Relation setzen und verstehen. Und nochmals, die Top-Top-Top-Spieler, finde ich, über die müssen wir nicht diskutieren, weil die beweisen Wochenende für Wochenende, dass sie top sind. Ich finde, so die breite Masse, über die müsste man diskutieren im Fußball. Es wird immer so sein in den Top-Sportarten. Tennis, Weltrangliste 1, verdient auch abartig. Formel 1, abartig. Also das ist die Besten sollen es auch kriegen, weil die sind ja dann... Der Beste zur Welt zu sein bedeutet, von wie vielen Milliarden Menschen gibt es auf der Welt? Ja, werden immer mehr, aber über 8, glaube ich, Milliarden müssen wir schon mal. Der Beste von 8 Milliarden zu sein bedeutet einiges. Okay, da sind jetzt noch 4 Milliarden Frauen dann. Also der Beste von 4 Milliarden zu sein, das ist schon eine Nummer. Und dementsprechend, ja. Mario, du hast ja ein bisschen die Seiten getauscht. Früher hast du als Spieler auf der Seite gesessen, wo du gesagt hast, ich verhandle um mein Gehalt, um meine Millionen. Jetzt sitzt du auf der anderen Seite. Wir sind hier in deinem Münchner Büro von Red Bull. Und du bist jetzt technischer Direktor Red Bull Soccer und für die strategische Ausrichtung zuständig. Kannst du uns darüber ein bisschen was sagen, wie das aussieht für dich und vor allem, wie diese strategische Ausrichtung ja auch sein wird? Ich meine, Bayern München schaut da natürlich auch ganz genau drauf. Ja, du hast es ja quasi gerade schon erklärt, was es ist. Also wir haben einen Club in Sao Paulo, wir haben einen Bragantino, wir haben einen Club in New York, New York Red Bull, und haben den Club in Leipzig. Meine Aufgabe ist einfach, dass wir die Synergien, die sich dadurch ergeben können. Dieses Gebilde ist ganz neu, dieses Soccer International. Das heißt, wir schauen jetzt einfach, dass der Austausch zwischen den Vereinen so gut ist, dass man halt auch Know-how, dort sitzen Experten, hier sitzen Experten, in Sao Paulo sitzen Experten, dass die in Verbindung kommen, dass die sich kennenlernen, dass die wissen, was passiert dort, dass wir Deutschen vielleicht lernen, wie geht man mit brasilianischen Spielern um, dass die Offenheit der Amerikaner, wenn wir da hinkommen, stehen die mit offenen Armen da, das sind ja auch kulturelle Dinge, das ist ein absoluter Mehrwert. Mario, dann sage ich vielen Dank, dass du ein Beininsider warst, und wir werden uns wahrscheinlich noch öfter sehen. Danke.